bin Lola, ich bin vom Bündnis Sattelbetriebe. Vielleicht kennen mich einige von euch aus den Protesten beim Dannenröder Wald. Wir sind hier gerade in München auf dem Mobilitätswendecamp. Wir starten nämlich morgen als Bündnis Sand im Getriebe eine Massenaktion zivilen Ungehorsams, um hier die internationale Automobilausstellung zu blockieren. Denn was hier passiert vor Ort ist, dass mitten in der Klimakrise die Autoindustrie als Klimakillerindustrie hier ihre fette Ausstellung mitten in der Münchner Innenstadt machen darf und die ganze Stadt zupflastert mit ihren dreckigen Lügen. Wir sagen, die IAA ist reinstes Greenwashing. Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, mitten in der Klimakrise immer weiter unseren Verkehr auf Autos zu fokussieren. Und deswegen fordern wir eine radikale Verkehrswende. Wir müssen weg von den Autos hin zu kollektiven Formen der Mobilität, also kostenlosen öffentlichen Nah- und Fernverkehr. Wir brauchen sichere und gut ausgebaute Fahrradwege. Und das darf nicht nur in der Stadt passieren, sondern auch auf dem Land. Es müssen Lücken geschlossen werden, damit sich alle Menschen gerecht und vor allem klimagerecht von A nach B bewegen können. Deswegen folgt uns, seid morgen bei den Aktionen dabei, setzt euch in euren Städten für eine radikale Verkehrswende ein.